Wir haben immer gehofft, es gibt kein zweites Aleppo in Syrien. Was sich jetzt im Augenblick in Ghouta abspielt, kommt einem zweiten Aleppo sehr nahe, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und da kann ich nur sagen, alle, die sagen, wir müssen uns um eine bessere Beziehung zu Russland kümmern, bin ich einverstanden. Wenn ich aber sehe, welchen Beitrag Russland dazu leistet, dass aus Ghouta ein zweites Aleppo wird, muss ich sagen, das muss dann auch in Gespräche hineingebracht werden. Es kann nicht nach dem Motto gehen, um gute Beziehungen zu Russland zu entwickeln, sagen wir die Wahrheit über die Völkerrechtsverletzungen, die dieses Land begeht, nicht mehr. Das geht auf keinen Fall. Und ich sage, und dazu muss Europa eine gemeinsame Position finden. Ich sage aber auch, dass ich sehr besorgt darüber bin, dass auch in Syrien zwei NATO-Mitglieder, nämlich die USA und die Türkei, aneinander geraten. Darüber muss auch gesprochen werden, wenn man sich jetzt in Europa trifft. Es kann so nicht weitergehen, dass ein NATO-Mitglied ein anderes provoziert. Und ich sage auch, das, was die Türkei in Syrien macht, findet meine Zustimmung auch nicht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und auf beide Positionen muss geantwortet werden. Und da wünsche ich mir, und das erwarten die Bürgerinnen und Bürger, die erwarten nicht, dass Europa ständig attackiert wird und schlecht gemacht wird, aber sie erwarten, dass Europa die großen Aufgaben löst, die ein Nationalstaat nicht lösen kann. Und da muss Europa jetzt auch bei diesem Gipfel zeigen, dass es diese Größe besitzt.